Heute das letzte Interview der vier Spitzenkandidaten und es freut mich, von der Liste für alle heute den Herrn Walter Zemroser hier zu haben. Wir sind bei du und schön, dich hier zu haben. Freut mich sehr, lieber Jürgen. Ich möchte überhaupt gratulieren zu dieser Idee, dass du diese Interviews machst. Ich glaube, das ist eine hervorragende Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, sich ein Bild über die Kandidaten, die Teams und ihre Programme zu machen. Freue mich, dass ich dabei bin. Danke dir für das Lob und in Covid-Zeiten wäre es mir natürlich lieber gewesen, mit einer anderen Kamera, mit einer Sony-Kamera, die ich habe, das im Freien zu machen oder in Räumlichkeiten zu machen, aber so sind wir sicher und ja, mir hat ja jemand gesagt, schwere Zeiten brauchen halt auch außergewöhnliche Maßnahmen. Ne? Also ist auch so und es freut mich trotzdem, es funktioniert und ja, legen wir los. Bist du bereit? Gerne, ja. Gut. Ja, die erste Frage, wie jeder sie bekommen hat, ist vielleicht irgendwie die einfachste, aber viele sagen auch die schwierigste. Warum sollte man gerade jetzt dich, Walter, einen Walter Zemroser wählen? Lieber Jürgen, weil ich überzeugt bin, dass ich das beste Team um mich versammeln konnte. Wir haben Frauen, Männer aus allen Berufs- und Altersgruppen, aus allen Stadtteilen, die bereit sind, sich für Althofen einzusetzen. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich als Einziger die volle Zahl von 46 möglichen Kandidatinnen und Kandidaten den Wählerinnen und Wählern präsentieren kann. Ich bin auch überzeugt, dass wir das beste Zukunftsprogramm für Althofen haben, das die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, doch sehr genau abbildet. Und ich habe ein Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger machen können, von dem ich glaube, dass es die anderen Mitbewerber nicht machen können, nämlich, dass ich den weitaus überwiegenden Teil der nächsten Gemeinderatsperiode zu 100% als Vollzeitbürgermeister für Althofen zur Verfügung stehen würde. Wer mich kennt, gibt es natürlich ein Argument, dass man jetzt sagt, ja gut, du hast jetzt nicht mehr lange zur Pension, ja, bist aber trotzdem, das weiß ich, absolut da und noch jung im Kopf geblieben und bist ja teilweise noch fast ein Teenager, so von Denken her, finde ich lustig manchmal und super auch, aber natürlich, die anderen Kandidaten sind jünger, überhaupt wenn man jetzt von einen Christoph Roth-Onegg ausgeht, der 35 Jahre ist, der wird sich vielleicht schwer tun, sich nur auf das Amt eines Bürgermeisters zu konzentrieren. Da hast du natürlich jetzt einen Vorteil. Sehe ich das richtig? Die beiden anderen Mitbewerber auch nur 2 Jahre jünger sind, aber wie du richtig sagst, ich würde die früheste Möglichkeit, in den Ruhestand zu treten, annehmen, auch wenn sie mich etwas kosten würde. Man muss ja Abschläge in Kauf nehmen, um die Funktion des Bürgermeisters wirklich dann zu 100% ausüben zu können, weil ich einfach glaube, dass eine Stadt von der Größe Althofen einen Vollzeitbürgermeister braucht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich für Hilfsbereitschaft, Tatkraft und Umsetzung stehe. Und die Arbeit mit den Menschen und für die Menschen begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Das macht mir Freude, das mache ich gerne. Und deswegen habe ich mich auch jetzt wieder in den Dienst dieser Wahlbewegung gestellt. Wobei ich, wenn du mich fragst, warum genau ich, nicht ohne Stolz auf eine gewisse umfangreiche kommunale Vorerfahrung verweisen darf. Ich war ja in den ersten beiden Bürgermeisterperioden von Manfred Mitterdorfer sein Vizebürgermeister. Ich war damals Wohnbaureferent, ich war Referent für Finanzen, Recht und Personal und ich war der Altstadtreferent. Und als Wohnbaureferent ist es mir damals gelungen, mit Manfred Mitterdorfer gemeinsam, dass wir 200 zusätzliche Wohnungen aus dem Sonderwohnbauprogramm des Landes Kärnten, geförderte günstige Wohnungen, nach Althofen bekommen haben. Das sind die unten am Bunsenweg, die jetzt an der Schnittstelle mit dem neuen Erweiterungsgebiet Kumpfelden stehen. Und in meiner Zeit als Altstadtreferent ist die große Sanierung der Altstadt gefallen, wo wir mit einem Aufwand von 30 Millionen Schilling, das war noch knapp vor dem Euro, die Altstadt in jenen wunderschönen Zustand gebracht haben, in dem sie seither ist. Also ich denke, dass ich auch da einiges einbringen kann. In meinem Beruf als Richter ist die Suche nach Gerechtigkeit und die Menschen zusammenzubringen innerhalb des Gesetzes für mich eine Selbstverständlichkeit. Auch das möchte ich in das Bürgermeisteramt einbringen. Und ich hoffe, dass ich auch mit meinem Lebensmotto immer nach Wegen zur Umsetzung zu suchen und nicht zu erklären, zu versuchen, warum etwas nicht geht, dass auch das für die Funktion oder für das Amt des Bürgermeisters, glaube ich, auch eine Voraussetzung sein sollte. Und ich hoffe damit, dass ich auch vor dem Auge der Wählerinnen und Wähler die Anforderungen für das Bürgermeisteramt in Althofen erfüllen kann.
Das heißt ja ein Thema angesprochen, die Altstadt. Da haben wir eher die ältere Generation und immer älter werdende Menschen auch gefragt, warum könnte man es nicht schmackhaft machen, irgendwie eine Möglichkeit finden, dass es einen Nahversorger oder kleines Geschäft irgendwie gibt in der Altstadt. Weil es ist ja wirklich schwierig, wenn man jetzt denkt, man wird 90 Jahre alt, man muss runterfahren, damit man zum Geschäft kommt. Wieso funktioniert das eigentlich in der Altstadt nicht, dass sich da jemand ansiedeln will? Oder gibt es Möglichkeiten, dass man schmackhaft macht? Genau das ist es, das ist der Kernpunkt. Man muss es schmackhaft machen. Man muss als Gemeinde den Beitrag dazu leisten, um es für jeden, für einen selbstständigen Gewerbetreibenden, für einen selbstständigen Kaufmann interessant zu machen, dort ein Geschäft zu eröffnen. Wir haben die gleiche Situation auch im Gebiet Ringstraße, Bunsenweg und Krummfelden gehabt. Dort haben wir über 20 Jahre versucht, einen Nahversorger hinzubringen. Jetzt ist dieser Stadtteil so attraktiv, so groß geworden, dass wir tatsächlich regionale Investoren haben, also Menschen aus der Gegend, die uns bestens bekannt sind, die bereit sind, dort einen Nahversorgermarkt mit einem Gastronomieteil, mit einem Kaffeeteil zu errichten und ihr Geld dort zu investieren und dann ihr Gewerbe dort zu betreiben. Und daher glaube ich, dass der Schlüssel für die Altstadt dasselbe ist, nämlich wenn es uns gelingt, zum Beispiel unser Juwel Auer von Welsbach Museum mit einer höheren Frequenz, wie es diesem Museum, diesem einzigartigen Museum auch zukommen würde, wenn man es uns gelingen würde, das mit einer höheren Frequenz auszustatten, dann kommen mehr Menschen in die Altstadt und dann wird auch das die finanzielle Möglichkeit oder die wirtschaftliche Interesse eines Kaufmannes dann sicher steigen, oben was zu machen. Das heißt, für mich liegt der Schlüssel, so wie du es eingangs gesagt hast, in dem Attraktivmachen der Altstadt. Und das heißt für mich eine Erhöhung der Frequenz. Okay, dann hast du noch ein Thema angesprochen, eben Finanzen. Du warst ja zuständig auch für Finanzen. Wie geht's Salthofen? Ist Salthofen im Schnitt jetzt im, sagen wir mal, Bezirk St. Veit eine reiche Stadt? Oder ja, wie geht's uns eigentlich? Also da hat man kaum irgendwie Durchblick, dass man jetzt sagen kann, ja, so und so viel Gelder sind zur Verfügung für diese ganzen Umsetzungen, zu denen wir gleich dann kommen, was ihr für Ziele habt. Ist das finanziell alles umsetzbar? Ja, es ist alles finanziell umsetzbar, denn um deine Frage gleich zu beantworten, Althofen ist eine grundsolide, finanziell gut dastehende Stadt. Es wurde in all den Jahren immer vorbildlich gewirtschaftet und man muss sich das so vorstellen, eine Nachbargemeinde von uns, eine bekannte Nachbargemeinde, die muss am Jahresanfang die Zusage des Landes Kärnten haben für eine Sonderbedarfszuweisung von 250.000 Euro, damit sie ein Budget erstellen können, das mit null ausgeht. Und die Althofener Stadtväter waren in der Lage, Stadtrat Helwig Magdl, darf ich hier den Finanzreferenten auch namentlich erwähnen, waren sogar in der Lage, für das Projekt Neuer Hauptplatz 2 Millionen Euro auf Rücklage zu legen. Das zeigt, dass sowas bei einer guten Finanzgebarung in unserer Gemeinde auch möglich ist. Wir haben ein Budget von ca. 15,5 Millionen Euro, haben in der gesamten letzten Periode immer solide Überschüsse erwirtschaftet und haben auch im abgelaufenen Rechnungsjahr 2020, wie wir ja in allen Zeitungen kärntenweit lesen konnten, einen Überschuss von einer Dreiviertelmillion Euro erwirtschaftet, der wieder für Investitionen zur Verfügung steht. Das heißt, alle Wahlversprechen, die wir als Liste für alle, als Team Walter Zemmwasser Liste für alle abgeben, sind auch mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten und tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten unterlegt. Okay, das ist mal eine Ansage. Ja, natürlich ist vor der Wahl nicht nach der Wahl. Da sind wir dann gespannt, was wirklich kommt. Du hast jetzt den Hauptplatz angesprochen. Das ist ja eben schon Jahrzehnte ein Thema. Und da habt ihr gesagt, wörtlich zitiere ich mal, Umsetzung eines neuen modernen Hauptplatzes, Schaffung eines Begegnungszentrums am Hauptplatz binnen einem Jahr. Also es wäre in einem Jahr möglich, das dort so umzubauen, dass es eben auch noch Grünflächen gibt, obwohl das unter Anführung etwas steht. Ja? Und wie würde das aussehen? Tut mir leid, meine Stimme ist heute ein bisschen rau. Wie würde das klappen? Also und wie könnte man sich das vorstellen? Wie plant die LFA das? Lieber Jürgen, aus unserer Sicht wurde in den letzten Jahren eine derart umfangreiche vorbereitende Arbeit geleistet.
Es liegen verschiedenste Pläne, Konzepte im Rathaus. Man muss sich nur zu etwas durchringen. Wir haben uns zu etwas durchgerungen und brauchen daher keinen neuen Architektenwettbewerb mehr, bei dem das Thema Hauptplatz, das jetzt schon über 20 Jahre ein Hauptthema in den Anliegen auch der Bürgerinnen und Bürger ist, jetzt noch einmal einen Architektenwettbewerb zu machen, der, wo die bloße Ausschreibung 60.000 Euro kostet, wo da noch gar keine Siegerhonorare drinnen sind, wo auch kein Honorar für die Jury drinnen ist und danach kämen dann erst die eigentlichen Planungskosten. Das halte ich bei dieser Sachlage nicht für angebracht. Wir sagen, wir können aus den vorliegenden Unterlagen einen klaren Vorschlag machen. Der schaut folgend aus. Wir würden vom Kulturhaus ausgehend circa ein Drittel der derzeitigen Parkfläche, da ist aber auch die derzeit schon existierende breite Straße drinnen, würden wir zu einem echten Platz ausbauen, der gepflastert ist, der befestigt ist. Und es bleiben dann noch immer 2/3 des jetzigen Mittelschulparks Richtung dem angrenzenden Wohngebäude im Norden, bleiben noch immer als Parkfläche zur Verfügung, aber nicht als irgendeine Parkfläche, sondern wir nennen das einen Vorzeigestadtpark zum Verweilen für die ganze Familie. Da muss es wirklich alle Stücke spielen, von der gärtnerischen Gestaltung, vom Grün, von den Bäumen, ein grüner Stadtpark zum Verweilen, wo Bankerl sind, wo die Leute hinsitzen können, nicht 2 Bankerl, sondern 10 Bankerl, wo es eine Ecke gibt, wo die Kinder herumtollen können, wo es ein bisschen Wasser gibt und, und. Wir haben also da ganz eine klare Vorstellung und greifen aber da eigentlich auch auf schon im Rathaus liegende konkrete Pläne und Vorschläge zurück. Und dieses Grundstück, das gesamte Areal, steht ja im Eigentum der Stadtgemeinde Althofen. Wir brauchen dort niemand, keinen Partner an Bord. Wir haben das Geld rückgelegt. Ich wüsste nicht, was dagegen steht, dass wir das binnen einem Jahr auch tatsächlich umsetzen. Und dann ist auch ein verkehrspolitisches Anliegen, das auch schon einmal Gespräch war, das haben wir gar nicht erfunden, sondern wir haben uns nur entschieden, aus den vorliegenden Möglichkeiten, was wir den Wählerinnen und Wählern vorschlagen, wäre die Verlegung der Bushaltestelle an dem Beginn der Silbereckerstraße gegenüber vom Biller auf der Seite, auf der früher der Elektromarkt Derkel war, soll die Bushaltestelle hinkommen. Dadurch, wenn der Bus Richtung Hüttenberg fährt, fährt er einfach gerade weiter. Wenn er nach Neumarkt oder nach Gurk fährt, kann er draußen bei der Stadthalle den Kreisverkehr benutzen und fährt dann eben zurück in die richtige Richtung. Aber das Entscheidende ist für diesen Mittelteil des Hauptplatzes, der Hauptplatz geht ja laut Gemeinderatsbeschluss vom Bundesschulzentrum bis zum römisch-katholischen Pfarrzentrum hinaus, für diesen Mittelteil des Hauptplatzes würde plötzlich die ganze Busspur als Kurzparkplätze zur Verfügung stehen. Damit könnte man drüben vor den Geschäften und Lokalen am Hauptplatz mit der Schrägparkspur weggehen, könnte nur ein paar Längsparkplätze lassen, damit die Geschäfte entsprechend auch erschlossen sind, auch wenn Leute etwas zu transportieren haben oder Menschen mit Handicap dorthin müssen. Und durch das Entfernen der Schrägparkplätze, Ersatz oder Längsparkplätze, können alle Lokale, alle Geschäfte ein paar Meter nach vorne rücken. Auf einmal hätten wir die schon lange gewünschten und ersehnten Schanigärten beziehungsweise auch Geschäftsvorplätze für die Geschäfte dort. Also mit einfacher Logik, glaube ich, wäre das Thema in kürzester Zeit umgesetzt und das garantieren wir. Ist das legitim? Weil es ist ja eine Landesstraße und ich weiß ja, viele sagen, warum gibt es keine Ampel? Und das ist ja auch wieder mit dem Land zu... Also das weiß ich, das liegt nicht an der Gemeinde, sondern da gab es ja auch Gespräche mit dem Land, warum da keine Ampel möglich ist und so weiter. Und wenn das Land das sagt, das ist möglich, geht es auch nicht. Ne? Und jetzt ist die Frage, darf man dann auch solche Parkplätze längs einer Landesstraße so anlegen? Weil da gab es ja auch Gespräche, wo man gesagt hat, ja zuerst rechts, auf der rechten Seite, dass man Parkplätze baut. Jetzt sagst du, links wurde Bushaltestelle, jetzt ist zum Parken. Ist das überhaupt möglich? Oder muss man da auch mit dem Land wieder sprechen? Genau, die Längsparkplätze sind möglich, denn das Land hat sich gegen Schrägparkplätze ausgesprochen, die in die Landesstraße hineinmünden, weil das Unfallrisiko einfach zu groß ist. Ja? Und wenn wir aber die Parkplätze jetzt schon entlang der Landesstraße anschauen, die Längsparkplätze gibt es ja bereits vom Blumenhasold, vom Neuroth, da sind ja alles mit dem Land abgesprochene Längsparkplätze. Das, was nicht möglich wäre, wären Schrägparkplätze. Das Thema gibt es alles nicht. Und auch wenn dieser Wendekreis eben der Busse weg ist, dann entsteht drüben vor den Geschäften und Lokalen gegenüber dem Rathaus einfach Platz. Man hat plötzlich Platz, um wirklich einen
Hauptplatz zu schaffen, so wie man ihn sich wünscht. Und ja, die Wirtschaftsplatz für Schanigarten, ja. Genau, Schanigärten, Geschäftsvorplätze und die Anschlussstücke dann nach Norden und nach Süden, also Richtung Bundesstützzentrum, Richtung Pfarrzentrum, diese Anschlussstücke, die macht man dann im gleichen Design, dass jeder auch mit entsprechenden verkehrsberuhigenden Maßnahmen, aber nicht zu Tode beruhigen, sondern unser einziger Wunsch an das Land Kärnten wird sein, eine 30 Kilometer Beschränkung über den Hauptplatz. Gibt es auch Beispiele, also wird uns nicht zu verweigern sein. Und der zweite Wunsch ans Land Kärnten, dass etwas jetzt umgesetzt wird, was auch schon anlässlich der Südumfahrung, die auch schon vor über 20 Jahren gemacht wurde, damals schon artikuliert wurde, nämlich dass der durchziehende Schwerverkehr über die Südumfahrung hinaus auf die Schnellstraße geleitet wird und nur mehr die Zufahrt zu Betrieben, Geschäften, Wohnhäusern oder wenn jemand etwas geliefert bekommt, über den Hauptplatz stattfindet. Und dann denke ich, dass wir einen belebten, einen pulsierenden, einen nicht zu Tode berückten Hauptplatz haben, der alle Stücke spielt und einer Stadt wie Althofen würdig ist. Aber jetzt Lokale oder sowas sind jetzt nicht geplant vor der Mittelschule. Weil da auch, man hört es halt, weil das mal in Babylon geplant war und das vor der Mittelschule, wo ja 12-, 13-, 14-jährige Kinder drin sitzen, die dann aussehen und dann vielleicht jemand beim Biertrinken sehen und rauchen, und das ist ja wirklich ein Argument. Das ist dann nicht geplant. Also es wäre einfach nur ein befestigter Platz mit einer kleinen grünen Zone und das war's. Genau. Wir haben in unserem Konzept, ist dieser bleibt, dieser jetzige Mittelschulpark bleibt ohne eine weitere Bebauung, denn es ist auch, glaube ich, wenn man Hauptplätze anschaut, dann siedeln sich die Geschäfte überall um den Hauptplatz an, aber nicht im Hauptplatz drinnen. Ja. Und in unserem Konzept, wir wollen eben, dass der überwiegende Teil wird ein Vorzeigestadtpark zum Verweilen werden, wenn wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bekommen. Und am befestigten Teil schwebt uns nur eine Veranstaltungsbühne, eine kleine Freiluftbühne vor, die alle Anschlüsse drüben hat, damit eben von der Musikschule über den Kindergarten, aber auch damit vielleicht einmal ein Chor dort ein Konzert geben kann oder die Stadtkapelle oder eine Jazzgruppe, wie auch immer, dass wir diesen Platz dann auch, oder eine Dichterlesung könnte dort stattfinden, damit wir über die Saison diesen Platz bespielen können, damit immer etwas los ist, und zwar zu Zeiten, die die Anrainer nicht verärgern, das kann an einem Freitagabend sein, damit die Leute vielleicht auch einen Anreiz haben, vorher in Althofen noch einzukaufen, was die Innenstadt beleben würde, aber so, dass immer etwas los ist. Es hat im vorigen Jahr diese private, also überparteiliche, hat nicht mit der Politik zu tun gehabt, Initiative Künstler im Gespräch gegeben. Ich glaube, da sind ein paar Veranstaltungen über die Bühne gegangen, an denen man Maß nehmen kann. Und ich denke, dass das dann auch für das kulturelle Leben in Althofen eine ganz starke Befruchtung wäre, wenn man mal zum einen unsere regionalen und örtlichen künstlerischen Schätze heben kann und wenn man aber auch dann eben noch das eine oder andere Highlight von außen her nach Althofen bringt. Das schwebt uns auch in kultureller Hinsicht vor. Ein attraktives kulturelles Leben für alle Generationen, von jung bis alt, wäre da unser Ziel. All das wäre mit diesem neuen Begegnungszentrum, mit diesem befestigten Platz, mit dem anschließenden Parkteil als Buffer zur Wohnzone, wäre das möglich. Und im Herbst kann dort der Martini-Wagt wieder belebt werden, im November, und zu Weihnachten kann der Admetenwagt dort sein. Und wir haben jetzt gerade gesehen, welch großes Interesse der Bevölkerung am Eislaufen ist. Es wird sich so ein Platz, bietet sich natürlich dann auch an, dass man auf diesem Platz dann eine Banden aufstellt und dort im Winter eine Freiluft-Eislauffläche hat, die für jedermann zugänglich ist. Da kam eben Fragen, warum das dann am Hauptplatz zu machen, das ist dann so ähnlich wie in St. Veit, die kennen das, ja, mit diesen Platten, wenn wir ja eh eine Eishalle haben. Sollte man nicht vielleicht diese Stadthalle, die ja toll ist und groß ist, nicht mehr beleben können und sagen, ja, geht raus, Eislaufen, natürlich ist es schön dann in Bereich, wenn man jetzt sagt, ich kann es mir schon vorstellen, was die Idee dahinter ist, wenn man jetzt einen Weihnachtsmarkt hat mit einem Eislaufplatz und so weiter. Aber wir haben ja eine Eishalle. Da, diese Frage kam rein und ja, ist auch legitim. Also, was sagst du dazu? Unsere Eishalle, die ja die einzige Kunsteisanlage in ganz Mittelkärnten ist, die wurde auch übrigens in den Jahren verwirklicht, als ich die Ehre hatte, Vizebürgermeister unserer Stadtgemeinde zu sein, ist ja fast rund um die Uhr ausgelastet. Ja. Es gibt nur eine kleine Zeitschiene für den Publikumseislauf. Ja.
Und ich denke, dass ein zusätzliches Angebot mit einer Freiluft-Eislauffläche am Hauptplatz, am neuen Hauptplatz, dass das auf jeden Fall also eine Bereicherung wäre. Und es ist auch nicht immer schönes Wetter. Und also es wird sicherlich keine Konkurrenz zur Stadthalle entstehen, sondern ich glaube einfach ein zusätzlicher Angebotspunkt für vor allem für Kinder, Familien und für alle Eislaufbegeisterten. Okay, jetzt wird ja dann natürlich dort asphaltiert. Wir verlieren etwas Grünfläche, aber ein Punkt ist dir ja oder eurem Team auch wichtig, das möchte ich auch so, die Fertigstellung der Naherholungsgebiete Lorbeerkogel und Döscheldorf. Also was ist da geplant? Döscheldorf war ja letztes Jahr wirklich ja, pflegebedürftig. Man musste jetzt auch sehr viel entfernen, durch Befälle, durch ja, verschiedenste Befälle von Käfern, ja, jeder Art. Was ist da geplant? Lorbeerkogel und Döscheldorf. Wenn ich vielleicht mit dem Lorbeerkogel anfangen darf, ich habe das Glück, dass in meinem Team der Projektverantwortliche der Landwirtschaftlichen Fachschule und der Agrarhack für den Lorbeerkogel, der Robert Kohlenbrenn, drinnen ist, denn das Ganze ist ja ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadtgemeinde und dem angrenzenden Landwirtschaftlichen Schulzentrum. Und ich glaube, einen besseren Fachmann dafür konnte ich nicht finden. Und er garantiert mir, dass auch das Naherholungsgebiet Lorbeerkogel in kürzester Zeit auf Basis der schon vorliegenden Pläne fertiggestellt werden kann. Es geht nur darum, dass man es angreift und dann auch umsetzt. Und nachdem wir ein klares Versprechen haben, kannst du dich darauf verlassen, dass wir es auch umsetzen werden. Es liegen alle Entscheidungsgrundlagen vor, man weiß eigentlich genau, was man dort schaffen will. Es geht nur darum, dass man sagt, jetzt machen wir es. Und Döscheldorf, das zweite Thema, ich habe es auch bei meinen zahlreichen Spaziergängen im Lockdown gesehen, dass Döscheldorf über den Sommer leider nicht so ausgesehen hat, wie sich das die Bevölkerung wohl gewünscht hätte. Das darf es nächstes Jahr nicht mehr geben. Vielleicht zur Information, die Stadtgemeinde Althofen hat ja die 4 Hektar, wenn man zum Schloss hinaufgeht, die rechts des Weges liegen, für 10 Jahre von der Eigentümerfamilie gepachtet. Das ist ein relativ langer Zeitraum, der ist aber auch ermöglicht, dass man ein bisschen was drinnen investiert, ja. Und aus meiner Sicht, ich habe auch das Glück, dass ich auch hier Mitstreiter habe und mir liegt ein Konzept vor von Dr. Buchhäusl, der sich besonders für diese grünen Anliegen auch auf unserer Liste einsetzt und vom der ehemaligen Gemeindegärtner Hans Kindberger, der sich auch da in den Dienst der guten Sache stellt, wie man den Döscheldorfer Park, diese 4 Hektar, in 4 Zonen einteilen kann, wo von der Jugend bis zu einer Veranstaltungsmöglichkeit alles drinnen ist, was man auch leicht mit der Eigentümerfamilie absprechen kann, nachdem ja keine großen baulichen Veränderungen dafür notwendig sind, aber damit im nächsten Jahr der Döscheldorfer Park auch wirklich zu einem Naherholungsgebiet wird, in dem hin und wieder auch attraktive kulturelle Veranstaltungen stattfinden und sozusagen das für alle eine Bereicherung darstellt. Und wenn du in mein Wahlprogramm schaust, dann findest du auch drinnen einen Wunsch vieler Hundebesitzer. Wir haben ja mehr als 200 Vierbeiner in unserer Stadt, dass man eine Hundewiese schafft. Ein möglicher Standort wäre auch, und das wäre auch Teil dieses Konzepts, im südlichen Teil des Parks könnte man auch diesen eingezäunten Bereich, der ist ja nicht so groß, die Stadtgemeinde hat 40.000 Quadratmeter gepachtet und mir sagen Hundeexperten, dass man 1.000 bis 2.000 Quadratmeter eingezäunt davon braucht, damit Hunde frei laufen können. Und auch da wäre, dort drinnen wäre Platz, um das zu machen, auch mit jederzeit entfernbaren Einrichtungen, die sozusagen, die also das im Pachtverhältnis auch entsprechend inbegriffen und lösbar wären. War von meiner Seite was, auch von anderen Hundebesitzern. Wie du weißt, bin ich ja erst seit Monaten wieder von Graz zurück und ich habe ja gewohnt in St. Radig und bei Graz und da hat mir eine Hundewiese und da nur ein Tipp meinerseits und das ist sicher jeden Hundebesitzer auch wichtig, dass man einfach vielleicht einmal, zweimal die Woche drüber geht, um Köder zu verhindern. Denn es geschah tatsächlich, das kann ich aus dieser Gemeinde berichten, dass bösartige Menschen oder Hundehasser, Tierhasser, genau dann diesen Ort genutzt haben, um dort Köder zu streuen. Und da wird es ja wohl möglich sein, dass man von der Gemeinde sagt, ja, geht mal drüber, schaut mal drüber, ob da wohl nichts liegt. Ja, oder? Genau so ist es. Wenngleich auch mir
die Hundebesitzer, die ja mehrfach an mich herangetreten sind mit diesem Anliegen, mir alle versichert haben, dass ja durch die grünen Sackerl, durch das Aufpassen der Hundebesitzer selber dafür Sauberkeit gesorgt wird, aber ohne, dass der Gemeindebauhof oder die Gärtnerei da regelmäßig hinausgeht und schaut. Ich spreche jetzt vom Köder. Der Hund kann das so schnell runterhaben, da kannst du gar nichts machen. Ja, also, dass jeden Tag jemand hinausgeht von der Stadtgemeinde, ist für mich eine Selbstverständlichkeit und schaut, ob das alles in Ordnung ist. Ja? Und sofort sieht, ob da irgendjemand im Schutz der Dunkelheit irgendeinen Köder geworfen hat. Weil bei Tag wird er sich hoffentlich nicht dran. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Also ich sage nur, es ist eine Anregung und Hundebesitzer haben da natürlich Angst. Ja. Und da kann ich auch sagen, boah, das ist zig Jahre her, schon lange her, über 15, 16 Jahre, da wurde mein Hund vergiftet in Altho. Also da gab es schon mal Fälle und ja, und Menschen. Ja, also sowas darf nicht passieren. Wollte ich nur noch hinzufügen. Sowas darf nicht passieren, ja. Überhaupt nicht, ja. Jetzt kommt ist eine Frage von einem sehr jungen Wähler auch. Solltest du nicht gewinnen, würdest du zurücktreten? Na, ich denke, die Wählerinnen und Wähler werden uns am 28. Februar einen bestimmten Platz im neuen Gemeinderat zuweisen und dort werde ich arbeiten. Dort, wo mich der Wähler mit dem Ausmaß des Vertrauens, dass ich als Person und dass mein Team bekommen werden, dort werde ich auch arbeiten in der nächsten Periode. Also das kommt nicht in Frage, dass man jetzt sagt, ich will nur gewinnen und sonst, gut. Nein, das ist kontraproduktiv und würde auch gegen unseren Grundsatz gemeinsam Zukunft gestalten zu wollen verstoßen. Okay. Ja, dir liegt ja Demokratie am Herzen, haben wir vorhin gesprochen, das für dich auch gut. Sanierung der Straßen, immer wieder ein Thema, kommt immer wieder rein, immer wieder fragen mich Leute, die Gehwege sehen schon so aus, ich habe Probleme mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl, die Straßen sind desolat. Seht ihr das genauso wie die anderen Parteien? Gibt es da dann eine sichere Zusammenarbeit, dass es saniert wird? Also ich hoffe sehr, denn ich darf doch für mich in Anspruch nehmen, dass dieses Thema als erstes von mir aufgegriffen wurde und bereits im August, als ich das erste Mal von Zeitungen interviewt wurde zu meinem Zukunftsprogramm für Althofen, habe ich das Erscheinungsbild und im Besonderen eben den Zustand der Straßen und Gehwege in das Licht gerückt. Ich denke, jede Gemeinderatsperiode hat ihre Schwerpunkte. Ja. Die letzte Gemeinderatsperiode, die war geprägt vom neuen Stadtvierteln, von großen infrastrukturellen Maßnahmen, wenn man schaut, was da in der Erweiterung der Siedlung Meißelhof entsteht, was im Industriepark Süd passiert, was in Krummfelden unten an städtebaulicher Zukunft passiert, das ist gewaltig und hat natürlich viele Energien auch gebunden. In der nächsten Periode brauchen wir diese großen Stadterweiterungsentscheidungen nicht mehr treffen, die sind schon getroffen worden. Wir können jetzt andere Schwerpunkte setzen und das sind eben in erster Linie geht es aus meiner Sicht um das Erscheinungsbild der Stadt. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Da geht es um die Neuasphaltierung oder Neugestaltung der Straßen und Wege. Da geht es um Rabatte, da geht es um Grünflächen, da geht es um Bäume, die von denen in den letzten Jahren aus welchen Gründen auch immer welche geschlägert wurden, die man wieder ersetzen muss, wo man zusätzliche neue in Zeiten der Klimaerwärmung platzieren muss. Und ich denke, dass das auch machbar ist. Man muss einfach beginnen. Ja? Aber ich mache jetzt niemanden einen Vorwurf, dass das bisher nicht passiert ist. Der derzeit amtierende Gemeinderat hat viele Themen abgearbeitet, aber jetzt in der neuen Periode wird man mit Schwung und sofort mit diesen Maßnahmen beginnen. Und ich bin sehr viel im Ort unterwegs, in unserer Stadt. Das beginnt unten im Bereich Karl-Feldner Straße, St. Stephaner Weg, Wolf-Bader-Platz, geht dann heraus sogar im Zentrum, wenn man die Berkonigstraße und die Seitenstraßen, die Geschwindstraße anschaut, sieht man, dass dort schon einfach einstmals schöne Straßenbelege jetzt am Ende ihrer Lebenszeit angelangt sind, die gehören erneuert. Die Römerstraße gehört unbedingt erneuert und auch der ganze Bereich Brechtelhofsiedlung. Das sind die Teile der Stadt, in denen aus meiner Sicht die Priorität ist, wo man am schnellsten beginnen muss. Und wann immer irgendwo etwas auftaucht, dann wird man das auch in Angriff nehmen. Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt es ganz sicher zu. Es kommt noch eine Frage einer Zuhörerin, die hat mir heute geschrieben und der ist das wichtig, das passt auch zu diesem Thema. Wird es dieses Ortsbildpflegegesetz wieder geben, Höhe der Bäume etc.? Also dass man sagt, ein Baum darf nicht höher werden als 2,6 Meter und weil sie durch ein Unwetter Probleme hatte, dass von Nachbarn ein Baum rübergefallen ist, hat sie
Hat die Gemeinde darauf überhaupt Einfluss? Naja, das Nachbarschaftsrecht, das gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, dass ein Nachbar sich gegen Einflüsse wehren kann, die über das hinausgehen, was man von in der Nachbarschaft erdulden muss, ja, auch was die Höhe von Bäumen, von Hecken und so weiter betrifft. Das ist nicht Kompetenz der Gemeinde. Die Gemeinde ist aber fürs Ortsbild zuständig. Es gibt ja sogar eine Ortsbildpflegekommission, die also einschreitet, wenn es Wildwuchs gibt. Ja. Und ich denke, dass wir haben ja eine gültige Verordnung, und wenn da Bedarf zum Nachjustieren ist, werden wir das gerne nachjustieren. Gut, also das ist jetzt eher mehr so, etwas schwammig, das kann man noch nicht sagen. Wenn es zum Jahr nachjustiert ist, könnte man es machen. Wir haben auch einen Punkt gebracht. Wenn du eine Grenze hast, wo du im Süden einen Nachbarn hast, der setzt einen Baum, der 1 Meter hoch ist, und nach 10 Jahren ist der plötzlich 30 Meter hoch, dann kannst du verlangen, dass dieser Baum wegkommt, weil du beschattet wirst und weil du schlechter gestellt bist. Ja, das ist das normale Nachbarschaftsrecht, das es in Österreich seit vielen Jahrzehnten gibt, und das auch einlösbar und einklagbar ist, wenn es ganz hart hergeht. Ja. Also, aber auf jeden Fall, wenn man sich dann an einen Nachbar wendet, muss er reagieren, außer er riskiert, dass man ihn im Rechtsweg dann angeht. Das heißt, es gibt genügend Instrumentarien, ja, und es gibt einschlägige Rechtsprechung dazu. Ich glaube, wenn so ein Problem auftritt, muss man zuerst einmal reden, schauen, was gibt es an Vorschriften, an Rechtsprechung, wie bringt man einen Konsens zwischen den Nachbarn zusammen. Aber im Ernstfall ist es auch erzwingbar, dass jemand zu seinem Recht kommt. Ja. Nur die Stadtgemeinde soll sich nicht, denke ich, die Stadtgemeinde braucht sich nicht in Dinge einmengen, regulatorisch, die ohnehin gesetzlich geregelt sind. Also das ist an die Dame kann ich jetzt sagen, richte dich an einen Rechtsanwalt, wenn es sich da keine andere Lösung gibt. Ja. Oder Sie mögen sich an mich richten, ich erscheine sofort vor Ort, und mit dem Hintergrund meines Wissens als Richter und als Jurist glaube ich, dass ich ihr zumindest eine klare Auskunft geben kann, welche rechtliche Position sie hat. Und wenn ich kann, werde ich, so wie ich es immer versuche, an einem gedeihlichen Kompromiss mitwirken, mit dem alle leben können, der innerhalb des Gesetzes ist und in dem sich alle wiederfinden. Ja, ein Thema natürlich, was auch immer wieder reinkommt. Ich habe mich auch beim letzten Video schon bei der Familie entschuldigt, dass das immer wieder reinkommt. Ehemalige Ex-Vizebürgermeister, nenne ich keine Namen mehr, mit seiner Frau, Thema, was draußen war mit Freizeitanlage, was da geschah. Und das geschah ja auch unter der LFA. Ich weiß nicht, wie viel du da wusstest und ob da noch Ermittlungen, es wurden ja eingestellt, das weiß ich. Also das ist ja mit der LFA, das ist abgeschlossen. Gibt es da jetzt tatsächlich keinen Kontrollausschuss oder gibt es einen Kontrollausschuss? Weil ich habe da jetzt so viele Meinungen gehört, verschiedene Antworten gehört. Der eine sagt, es gab keinen Kontrollausschuss, der andere sagt, es gab einen, aber die haben sie übersehen. Wie sieht's aus? Lieber Jürgen, nachdem ich natürlich auch die bisherigen Interviews meiner Mitbewerber angeschaut habe, habe ich mich auch gewundert über die eine oder andere Aussage. Es gibt nach der Kärntner Gemeindeordnung als Pflichtausschuss seit vielen Jahrzehnten in jeder Gemeinde einen Kontrollausschuss. Ja. Dieser hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Stadtgemeinde zu kontrollieren. Ja. Und dieser Kontrollausschuss hat Einblick in alle Unterlagen und kann sich über alles informieren, hat die Tätigkeit des Stadtrates, aber auch der Mitarbeiter sozusagen kritisch zu beleuchten. Und es ist auch schon, das war schon zu meiner Zeit, als ich in der Gemeinde war, ist es Pflicht, dass die Berichte des Kontrollausschusses im Gemeinderat verlesen werden und damit auch der Öffentlichkeit, nachdem jede Gemeinderatssitzung ja öffentlich ist, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ja? Und es kommt eben immer auf die Intensität an, wer sitzt im Kontrollausschuss, wer ist bereit, sich wirklich mit der Sache zu beschäftigen und die Dinge eben auch mit entsprechender Gründlichkeit zu kontrollieren. Zum Thema Freizeitanlage, Restaurant, ich habe das als Bürger betrachtet. Ich habe ja keine Funktion, auch derzeit nicht in der Gemeinde. Natürlich habe ich die Informationen jetzt, weil in letzter Zeit auf mich da gekommen, aber die Sache mit teilweise nicht verrechneten Betriebskosten im Freizeitzentrum,
aus meiner Sicht, ja, als Bürger der Stadt Althofen, der da die Zeitungen gelesen hat und dann die Hintergründe sich ein bisschen versucht hat klarzumachen, was ist übergeblieben. Ja? Wie du schon gesagt hast, es sind sämtliche strafrechtlichen Verfahren sind eingestellt worden. Ja? Es ist von vermeintlichen zigtausenden, die die Stadt zu haben gehabt hätte, ist ein vom Richter zweimal empfohlener Vergleich mit 12.500 Euro übergeblieben. Das heißt, es ist etwas passiert, ja? Es ist ein Fehler passiert, sonst wären die 12.500 auch nicht da. Ja? Aber es ist lang nicht so viel passiert, wie zuerst aufgebauscht wurde. Und ich denke, dass da viele menschliche Schicksale, es ist, geht um die Familie der Pächterin, ja, die da in ihrer Existenz gefährdet wurde. Es geht aber auch um ehrenamtliche Funktionäre der Gemeinde und es geht um Mitarbeiter der Gemeinde, die ja alle von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier den Untersuchungen unterlegen sind und auch in ihrer Existenz bedroht waren. Also ich glaube, dass man solche Dinge auch ohne Vernadern, ohne Anzeigen lösen kann, dass man solche Dinge einfach mit zusammensetzen, schauen, was für ein Fehler ist passiert, wie ist der sofort abzustellen, welche Konsequenzen gibt es daraus, dass man das Ganze auch so hätte lösen können. Das ist meine ehrliche Überzeugung zur Sache, ohne aber irgendeine Kritik an irgendwelchen Dingen, die passiert sind, jetzt zu üben. Okay, danke für die Antwort und ja, damit ist das Thema auch endlich abgeschlossen. Und von meiner Seite auch habe ich das Gefühl, das war ein Fehler vom Kontrollausschuss. Das wurde übersehen. Und meiner Meinung nach, also das ist jetzt nur, ja, was wir so herausgefunden haben, ich und noch zwei Kollegen, haben wir so das Gefühl, dass ja, die Familie, also die zwei Personen, einfach als ja, die Sündenböcke da standen und wahrscheinlich im Hintergrund doch noch mehr lief. Und das untergegangen ist. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nicht, dass sie sich angegriffen fühlen von mir aus, dass das jedes Mal kommt. Aber die Leute wollten es halt wissen, weil es einfach undurchsichtig war für viele Personen, Bürger und Bürgerinnen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich persönlich bin froh, dass darunter ein großer Strich gezogen wurde, denn mir geht es um die Zukunft, mir geht es darum, wie wir gemeinsam Zukunft für Althofen gestalten können. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass diese Altlast jetzt durch eine Entscheidung des Gemeinderates endgültig abgeschlossen werden konnte. Gott sei Dank, sage ich mal. Ja, das muss auch mal ein Ende haben. Ja, so ist es meine persönliche Meinung dazu. Ja, Kultur und Freizeit, das ist gesagt, Erhöhung der finanziellen Förderungen für alle Kulturträger, Sportvereine und gemeinnützige Vereine, um einen unverzichtbaren Beitrag für ein lebendiges Gemeinschaftsleben und unsere Stadt zu unterstützen und zu würdigen. Wie würde das aussehen? Gibt es da finanzielle Unterstützungen oder Orte, wo man sagt, ja, da und da könnt ihr auftreten, Kosten, ja, entgeltlich oder unentgeltlich? Wie ist das gedacht mit der Unterstützung vom Verein? Du hast es bereits in die richtigen Worte gekleidet. Es ist sowohl als auch. Wir treten für eine spürbare Erhöhung der Grundförderung für alle gemeinnützigen Vereine, für die Kulturträger, für die Sportvereine, insbesondere aber auch für wissenschaftliche Vereine wie das Auer vom Welsbach Museum ein, einfach denen ihre Arbeit zu erleichtern. Das sind alles Idealisten, ehrenamtliche Menschen am Werk, die unendlich viel für unsere Stadt einbringen, für unser Zusammenleben, für die Lebensqualität in Althofen. Das ist der eine Teil. Und so wie du schon richtig gesagt hast, bin auch derselben Meinung, dass wenn man auch den Kulturträgern, den Vereinen die Möglichkeit gibt, konkret für die Gemeinde was zu tun, indem die einen Konzerte halten, die anderen vielleicht eine Briefmarkenausstellung haben, was auch immer, also unser Kulturleben zu befruchten, unser Zusammenleben, dann sollen sie dafür auch einen gerechten Lohn erhalten. Und das wird auch ein ganz großes Anliegen sein, dass wir das in der neuen Periode so verwirklichen. Dann ganz ein wichtiges Thema für ältere Generationen. Ja, wir wissen ja, Dr. Erhard Laurer ist in Pension gegangen und da habt ihr es auch im Programm, dass man sagt, wir müssen neue Ärzte ansiedeln, auch mehr Fachärzte. Wie kann man auch denen entgegenkommen? Weil ich weiß das auch, es ist nicht leicht, eine Praxis zu gründen nach dem Studium. Ich kenne da genug Ärzte, die was machen, oder auch Zahnärzte. Man glaubt, ja, die haben das Geld. Da täuscht man sich. Das dauert Jahrzehnte oder teilweise ja ein Jahrzehnt, bis das sich wieder refinanziert, was man eigentlich für Studium ausgegeben hat und so. Also wie könnte man da jetzt da neue Ärzte erholen und Fachärzte überhaupt und welche Fachärzte sind geplant?
Ich glaube, die Vergangenheit hat in Eutrofen schon gezeigt, wie man erfolgreich so viele Ärzte in die Stadt herbringt. Ja. Und es war für mich etwas verwunderlich, dass in einer Zeit, in der wir wachsen, dass plötzlich wir einen Praktiker weniger haben sollen zur Versorgung unserer Bevölkerung. Denn wenn man so hört, stöhnen unsere amtierenden praktischen Ärzte, also Ärzte für allgemeine Medizin, stöhnen unter den vielen Patienten. Und ich glaube daher, dass es von der Stadtgemeinde aus der erste Schritt zu setzen wäre, das ist ein mehrstufiges Verfahren. Ja. Zuerst muss man erreichen, dass die Kassen, insbesondere die österreichische Gesundheitskasse als größte Einzelkasse, dass die eine Kassenstelle aufmacht. Da ist auch die Ärztekammer einzubeziehen. Und dann kommt der zweite Teil, genau das, was du schon gesagt hast. Die Ärzte haben ja einen relativ hohen Investitionsbedarf am Beginn ihrer Tätigkeit. Und auch da gibt es in Althofen ja schon hervorragende Vorlagen. Die Stadtgemeinde Althofen hat neu ansiedelnde Ärzte auch jeweils mit einem Startzuschuss für die erste Investition unterstützt. Und ich glaube, wenn wir das gerade jetzt in Bezug auf die Nachbesetzung der Stelle von Dr. Laura wirklich beherzt in Angriff nehmen, dann wird das auch erfolgreich sein. Dann werden wir wieder unseren vierten Allgemeinmediziner bekommen und damit auch die Versorgungssicherheit für unsere Bevölkerung erhöhen. Und bei Fachärzten gibt es natürlich nach oben hin kein Limit, vom Lungenfacharzt bis zum Neurologen bis zum HNO-Kassenarzt. Ja. Denn es ist auch ein großer Unterschied, ob wir Ärzte mit Kassenvertrag oder ohne Kassenvertrag in der Stadt haben. Jeder Arzt bereichert unsere Stadt. Ja. Und wir haben ja Gott sei Dank an die 30 Ärzte und Fachärzte, die in unserer Stadt ordinieren. Aber natürlich aus der Sicht der Bevölkerung, die ärztliche Versorgung in Anspruch nimmt, sind natürlich Kassenstellen, wo ich über die Krankenversicherung das Honorar bezahlt bekomme und nicht zuerst selbst bezahlen muss, ja, sind natürlich in besonderer Weise zu bevorzugen. Und ich glaube, da hat sich eben auch, sonst hätten wir ja nicht jetzt schon so eine hohe Dichte an Ärzten, hat sich gezeigt, dass dieser Weg, den Althofen immer gegangen ist, nämlich auch als Stadt, sich wirklich einzubringen und zu signalisieren, wir wissen, was es uns wert ist, wenn wir Ärzte herbekommen, dass wir diesen Weg auf jeden Fall wieder beschreiten sollen. Ich habe es deswegen in mein Programm aufgenommen, weil eben aus verschiedenen Richtungen, aber insbesondere auch von der älteren Generation, eben der Verlust der Kassenstelle Dr. Laura als sehr, sehr schmerzlich empfunden wurde. Und da muss es passieren. Kann ich bestätigen, das weiß ich von meiner Großmutter zum Beispiel, das kann ich sogar bestätigen, dass den Ärzten jetzt etwas schwierig ist, ja, und die Wartezeiten eben länger sind. Ein Thema, wir müssen Gas geben, wir sind jetzt schon bei 42 Minuten, das ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Leistbare Stadtwohnungen, ganz kurz, und vielleicht auch noch das Pflegeheim, die Pflegeheim-Idee in einen Satz, ganz kurz, also mehrere Sätze natürlich, aber ganz kurz halten bitte, damit wir die letzten 5 Minuten noch haben. Wenn ich mit dem Pflegeheim beginnen darf, ein lang gehegter Wunsch, der bisher einfach an der Umsetzung im Land gescheitert ist, denn das Land muss ja die Kosten, die die Bewohner des Pflegeheims nicht selbst aus ihren Pensionen also zahlen können, muss ja das Land übernehmen. Ich habe aber umfangreiche Vorgespräche geführt und ich kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir auch entsprechende Zuteilungen bekommen, wenn wir als Stadtgemeinde auch unseren Beitrag leisten. Wir sind auch da in einer glücklichen Lage. Die Stadtgemeinde Althofen hatte aufgrund der vorausschauenden Grundstücksbevorratung entsprechende zentrumsnahe Grundstücke, die sich jeweils eignen würden. Und ich denke, dass jetzt die Zeit reif ist und auch nach den Gesprächen, die ich in Vorbereitung führen konnte für die neue Periode, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich schon sehr, sehr hoch ist, dass wir rasch auch dieses große, jahrelange Anliegen umsetzen können, um unseren Senioren ein Altwerden in Würde zu ermöglichen. Wir sind ja in Althofen sowieso. Das sagt aber die SPÖ, das sei deren Idee gewesen. Ja? Also gibt es da eine Zusammenarbeit und dass man das natürlich übernommen hat? Natürlich gibt es eine Zusammenarbeit und ich will niemanden die Idee in irgendeiner Form wegnehmen. Entscheidend ist, dass das Pflegeheim in Althofen verwirklicht wird. Als letzte Stufe unseres ohnehin, muss ich sagen, sehr, sehr gediegenen Versorgungslage für die ältere Generation. Denn man darf nicht vergessen, wir haben ja ein ganz modernes Seniorenzentrum mit barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen, Lift drinnen, die wirklich darauf ausgerichtet sind, dass jemand, solange er noch, wenngleich auch mit Hilfe von AVS oder Hilfswerk, wie auch immer, aber noch alleine in der Wohnung sein kann, einen sehr langen Zeitraum
des Altwerdens dort verbringen kann. Und es fehlt uns eigentlich nur noch der letzte Punkt. Ja? Wenn jemand dann nicht mehr eben alleine sein kann, trotz Hilfe, die in die Wohnung kommt, das wäre dann das Pflegeheim. Das wäre nach unserer Vorstellung in Sichtweite des Seniorenzentrums, also unmittelbar in der Nähe. Und ich glaube, da ist jetzt einfach die Zeit reif und vor allem die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung enorm hoch, da mir überall signalisiert wurde, wir sind ganz oben auf der Prioritätenliste und mit unseren Voraussetzungen würden wir die Zuteilungen bekommen. Es gibt mittlerweile auch ganz brandaktuell ein Gutachten, das für den Bezirk St. Veit an der Glan bereits im nächsten Jahr einen zusätzlichen Bedarf zu den bestehenden Pflegeheimen von 120 Plätzen auswirft. Das heißt also, wir würden auch den bestehenden Heimen nichts wegnehmen, wenn wir unsere 65 Althofnerinnen und Althofner, die derzeit auswärts gepflegt werden müssen, nach Hause in die Heimatstadt holen. Das zum Thema Pflegeheim. Und du hast noch den sozialen Grundbedarf. Das sind deine 5 Minuten. Natürlich in meinem Element, ich habe früher schon erwähnt, dass ich jahrelang Wohnungsreferent in Althofen war, wir hunderte Wohnungen damals schaffen konnten, auch mit entsprechenden Beiträgen der Gemeinde. Wir haben ja die Gründe gekauft, haben sie unentgeltlich im Baurecht den Wohnbaugesellschaften gegeben, damit das alles so schnell funktioniert hat. Wir haben auch jetzt Gründe für den mehrgeschossigen Wohnbau, für jene, die sich eben kein Eigenheim leisten können. Wir haben diese Gründe, ich habe auch da bereits Kontakte geknüpft zu gemeinnützigen Wohnbauträgern, die stehen eigentlich gewährt bei Fuß. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hier sehr, sehr hoch, dass wir dieses Versprechen auch tatsächlich umsetzen können. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, meine letzten 5 Minuten zu nützen, dann, lieber Jürgen, darf ich vielleicht eines noch sagen. Du hast richtig gesagt, es haben auch die anderen politischen Mitbewerber haben eine Reihe von Vorschlägen im Programm. Unser Programm ist ja bereits seit Monaten auf unserer Homepage LFA Althofen. Und ich habe mich jetzt natürlich sehr gefreut, als ich bei den Postwürfen von politischen Mitbewerbern immer wieder Punkte gesehen habe, die wir in unserem Programm schon seit Monaten veröffentlicht haben, weil es mir die Gewissheit gibt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, dass es viele Punkte gibt, wo wir zusammenarbeiten können, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Jeder soll auch dann den Erfolg feiern können, wenn es seine Idee war. Gerade das soll in einer modernen Gemeindearbeit keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, es geht darum, dass die Menschen sehen, hier passiert gemeinsam was, hier wird das Gemeinsame über das Trennende gestellt, das ist ja mein Motto. Ich habe zwei Lebensmottos. Das eine ist, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen und das zweite ist, dass ich sage, ich suche immer nach Lösungen, wie man ein Problem bewältigen kann und ich suche nicht nach Erklärungen, warum es nicht zu bewältigen ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Programme der Mitbewerber anschaue, gibt es so viele deckungsgleiche Dinge, dass wir viel für Althofen, egal wie die Wahl ausgehen wird, dass wir viel für Althofen weiterbringen werden. Keine Energie mit Streit zu verwenden, wird eines meiner Hauptanliegen sein. Und denn ich denke, wenn man konstruktiv miteinander redet, dann kommt man beim Reden, kommen die Leute zusammen, heißt es. Und gerade in einer Stadtgemeinde, in einer Gemeinde, auf Gemeindeebene, sollte es keine Rolle spielen, welche politische Richtung hinter einem Vorschlag steht. Wir haben ja nicht die großen richtungweisenden Entscheidungen zu treffen, wie viele Leute aus außerhalb der EU in die EU kommen dürfen oder ähnliche Dinge. Wir haben das, was um uns herum ist, so bestmöglich und mit qualitätsvoll zu gestalten, Althofen so lebenswert wie möglich zu machen. Ich glaube, dass ich mit meinem Team die Themen getroffen habe, die Bürger in Althofen derzeit wirklich bewegen. Und dass wir die Schwerpunkte für die kommende Periode gestellt haben, die Bürger von uns erwarten. Ich hoffe, dass wir auch entsprechend glaubwürdig sind. Und um noch einmal zu unterstreichen, meinen Stil, für den ich hier natürlich im Rahmen dieses Interviews Werbung mache, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Prozess geführt. Ich bin weder geklagt geworden, noch habe ich jemals eine Klage eingebracht. Ich hoffe, dass das Beweis genug ist für meine hehre und ehrliche Absicht, im Zusammenzuarbeiten, gemeinsam die Zukunft Althofens auch mit den anderen dann gewählten Repräsentanten im Gemeinderat zu gestalten. Und ich glaube, wenn wir mit dieser positiven Grundhaltung rangehen, wenn Untergriffe im Wahlkampf ausbleiben, wenn auch im Facebook keine herausgestreckten Zungen geliked werden, also geliked unter Anführungszeichen, ich glaube, wenn wir uns mit Respekt begegnen, jeder auch die Stärken des Mitbewerbers sieht, dann sind wir am richtigen Weg und ich glaube, dann wird es eine gedeihliche 6-jährige Gemeinderatsperiode 2021 bis 2027 für die Bürgerinnen und Bürger von Althofen. Und nachdem es meine letzte Minute ist, darf ich mit der herzlichen Bitte an alle
Wählerinnen und Wähler schließen, bitte geben Sie mir und meinem Team das Vertrauen, damit wir Ihnen beweisen können, dass das, was wir hier auf den Tisch gelegt haben als Programm, als Team, dass wir das auch wirklich umsetzen werden. Ich bedanke mich. Man sieht mal, wie kurz 50 Minuten sind. Ja. Das Programm von dir und von euch, vom ganzen Team, das ist ja extrem groß. Also da hätten wir jetzt 2 Stunden drüber oder 3 Stunden drüber sprechen können. Ich hoffe, wir haben die richtigen Punkte erwischt und das hat dir gefallen. Zum Schluss kam noch kurz was rein. Wie kannst du mit Kritik konstruktiv umgehen? Es wird nämlich den jetzigen amtierenden Bürgermeister aus dieser Stelle, das sind immerhin 3 Personen, ich sehe es anders, nachgesagt, Kritik sei nicht seins und er wäre da sehr schnell eingeschnappt. Bist du da auch so ein Mensch, der sagt, Kritik selber akzeptiere ich nicht, das wäre so die letzte Frage. Also Kritik kann ich damit umgehen und auch wenn es mal recht persönlich wird, wie gehst du damit um? Zunächst einmal möchte ich noch eine Lanze für unseren amtierenden Bürgermeister Alexander Benedikt brechen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich glaube, dass diese Kritik nicht berechtigt ist. Alexander Benedikt ist jemand, der zuhört, ist jemand, der auch immer das Bestmögliche versucht, der sehr, sehr viel mitmachen musste in seinem Bürgermeisteramt. Wir haben früher von den Anzeigen von der Staatsanwaltschaft gesprochen, die belastend waren, die sich zwar dann aufgelöst haben, aber bis dahin war auch schon die halbe Gemeinde aufgelöst, bis das dann endlich das sozusagen die Gerechtigkeit zum Durchbruch gekommen ist. Und konkret auf meine Person bezogen, natürlich kann ich mit Kritik umgehen. Mir kann jeder, der es gut mit mir meint, alles sagen. Und ich bin sogar dankbar dafür, denn nur dann, wenn man empfänglich ist für Kritik, für ehrlich gemeinte Kritik, für Anregungen, dann kann es positiv weitergehen. Nur dann kann man nach vorne kommen, dann kann es weitergehen. Gut, dann beenden wir es jetzt dabei. Ja, es ist noch reinkommen. Also das hat mir Sinn. Ja, okay, ich habe das jetzt auch nicht so wahrgenommen, aber es ist halt so, dass andere Themen noch, wie die Vorwürfe mit Manipulation und allem und dran, das lassen wir jetzt weg. Das wurde eh schon in Facebook geklärt. Das kann man nachlesen, wenn es interessiert. Würde aber durchaus gerne noch einen Halbsatz dazu sagen. Der Bürgermeister einer jeden Gemeinde in Kärnten ist der Vorsitzende der Gemeindewahlbehörde. Wo bringe ich einen Wahlvorschlag ein? Bei der Gemeindewahlbehörde. Das heißt, es ist vollkommen legitim, den Vorschlag beim Bürgermeister einzubringen. Nur in unserem Fall war es noch etwas anders, da ja Alexander Benedikt unsere Wahlbewegung vollinhaltlich unterstützt, wofür ich ihm zutiefst dankbar bin, hat er sich auch, und er auch auf dem vorletzten Listenplatz vor unserem Altbürgermeister und Ehrenbürger Manfred Mitterdorfer einnimmt, haben wir gemeinsam diese Liste vor dem Rathaus sozusagen, haben wir uns getroffen, haben dieses Erinnerungsfoto gemacht, weil es auch für mich ein bedeutsamer Augenblick in meinem Leben ist, hier diese Liste einzubringen, wie gesagt, mit 46 als einzige, weil wir haben die Gruppe, die alle 46 Plätze bei den Kandidaten besetzen konnte. Und dann sind wir hinaufgegangen zur zuständigen Beamtin und haben den Wahlvorschlag dort gemeinsam gebracht. Was da Manipulation sein soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. Mehr will ich aber nicht sagen, denn es darf vor der Wahl nicht so viel Porzellan zerschlagen werden, damit man auch der Wahl sich nicht in die Augen schauen kann. Richtig. Danach soll ja der Zusammenschluss da sein. Und das ist wichtig. Gut, ich bedanke mich und ich bin stolz, das letzte Interview mit dir heute gehabt zu haben und dass wir es jetzt abgeschlossen haben. Ich möchte aber auch allen anderen Kandidaten, die ins Amt kommen wollen, in irgendwelche Ämter kommen wollen, anbieten, sendet mir Videos mit vielleicht maximal, sage ich mal, 2-3 Minuten, länger nicht, wo ihr euch vorstellen könnt. Oder ihr könnt auch Poll dazu senden, wo ihr euch vorstellt und. Ich kann leider nicht mit jedem weiteren Kandidaten noch sprechen. Ich habe die Spitzenkandidaten ausgewählt und ja, bin auch gespannt auf die Podiumsdiskussion, die einen freien halten wird, glaube ich, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, am 12., wenn ich richtig, und wird am 19. dann ausgestrahlt oder so, gell? Wir Spitzenkandidaten sind am Freitag, den 12. Februar um 14 Uhr vor das Rathaus hingebeten und dort soll dann eine Freiluftdiskussion oder Präsentation der Kandidaten stattfinden für die kleine Zeitung. Okay, super. Gut, dann bedanke ich mich für euer Interesse. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so einschlägt. Und danke. Im Namen des Spiegelbilder-Tofen-Teams, im Namen von mir als Jürgen Baumgartner, oder J.H., wie ich bekannt bin, eben als Künstlername.
und bedanke mich auch bei dir und bei allen anderen Kandidaten. Danke ebenfalls, es war mir ein Vergnügen.